bin kein Theaterautor, aber in Vino Veni. Bayek, mein Freund, wir sprachen gerade von dir. Ach, sollte ich mir Sorgen machen? Nein, nein. Simone, das möchte, dass ich mich selbst spiele. In einer Komödie, die er über Leander geschrieben hat. Der rühmenswerte Triumph der Ikonen von Kyrene. Ah, griffiger Titel. Er würde es zugeben, dass es Humbug ist. Aber wir hoffen, dass unsere Festspiele etwas Wohlwollen bringen. Zu diesem Zweck bräuchte ich einen letzten Gefallen. Ohne Schauspielerei. Leanders Villa soll wieder dem Volk zugänglich gemacht werden. Aber ohne diese Urkunde ist das unmöglich. Die Römer lassen uns nicht Leanders Arbeitszimmer in der Akropolis durchsuchen. Ich mach das schon. Ich finde sie. Ich weiß, dass Mintos nicht der Mörder ist. Ich muss herausfinden, wer es war. Die Römer haben die Bäder abgesperrt. Ich suche einen anderen Weg. Dieser Ort wird schwer bewacht.
Das wäre doch ein gutes Versteck für die Urkunde. Papiere der Villa. Diokles wird sich freuen. Er kann eine neue Ära einleiten.
Die Urkunde ist dein, Diokles. Das Volk hat das Vertrauen in uns Magistrate verloren. Sie wird helfen, es zurückzugewinnen. Mein Guter, Herzen und Seelen gewinnt man mit Taten. Vitruvius ist ein Freund von dir, oder? Ein reisender Händler sagte, er sah ihn auf der Straße nahe der Zitadelle. Er schien in Schwierigkeiten zu sein. Der Architekt ist ein guter Mann. Ich hörte, seine öffentlichen Bauarbeiten hätten Südkyrenaika wiederbelebt. Ich würde ihn gern persönlich kennenlernen. Sollen wir uns am Apollon-Orakel treffen? Ich sehe nach Vitruvius, dem besonderen römischen Träumer. Wäre Diokles mein Liebhaber, würde ich ihn eher ans Bett fesseln, als ihn nach Kyrene gehen zu lassen. Weil du nur an Männer denkst. Praxila hat hier ihr eigenes Leben mit ihrer Klinik. Bayek, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich wiedersehe. Aber ich habe gehört, dass Flavius nicht mehr ist. Den Tag habe ich herbeigesehnt. Aber wie war es in Balagrae? Die Römer sind jetzt viel kooperativer, sagt Melissa Ford. Das werden wir noch sehen. Und dein Freund, Krios? Ich lehre ihm die Kunst des Heilens. Aber ich habe ihn vor einem Tag zu den östlichen Hügeln geschickt, um Kräuter zu sammeln, und er ist noch nicht zurückgekehrt. Ich wollte ihn gerade suchen gehen. Ich werde ihn finden, wenn du zum Orakelschrein gehst. Da ist ein Freund, der dich sehen möchte. Ist es? Nein, ich wage es nicht zu hoffen. Ich komme, wenn ich Krios gefunden habe.
mich schon mal gerettet. Ich dachte, du wärst ein Traum. Du bist ein Freund von Praxila. Du steckst sehr regelmäßig in Schwierigkeiten. Ja, die Pflanze offenbart, was in den Samen steckt. Ich werde in Zukunft besser aufpassen. Danke, Beschützer. Ja, ja, Diokles, ich verstehe dein Argument. Doch Funktion sollte nicht das Einzige sein, was berücksichtigt wird. Was ist... Du hast uns zusammengeführt, Bayek. Kyrenes Triumvirat. Vorboten eines neuen Friedens für diesen Außenposten von Rom. Jeder denkt, sein eigener Horizont sei die Beschränkung der Welt. Doch durch dich haben wir ein größeres Ziel gefunden. Und Praxila und ich werden heiraten. Diokles, ich habe noch nicht Ja gesagt. Ein Garten und eine Bibliothek ist alles, was man braucht. Doch nun ein Toast. Auf Bayek und Kyrene. Auf Frieden und Ordnung. Auf die Liebe und Hochzeit. Bade in Pace, Kyrenaika. Kommst du zurück nach Baladrei mit mir? Wenn du dort unser Heim bauen willst? Man könnte dort viel Gutes tun. Das hast du schon, Liebling.